Ich würde gerne mal eher einen Blick auf die Tiere werfen. Abgesehen davon, dass wir wieder viele Hunde haben und auch wieder sehr viele Puppies, haben wir noch irgendwas, was uns Ärger machen könnte, wie Katzen? Kitties? Nein. Keine Kitties, gut. Und der Hunderaum ist noch nicht fertig. Haben wir Türen, um ihn mal zuzumachen? Ja. Türen haben wir. Gut. Wasser füllt sich. Sehr schön. Naja, jetzt wo sie die... Warum, was auch immer die Pots da machen. Das hatte ich eigentlich so nicht eingestellt, dass da Pots sein sollen. Sondern nur Buckets. Large Pots Food Storage sollte da eigentlich gar nichts sein. Und ja, die zweite Treppe ist auch eingestürzt und hat wieder meinen Chen. Nein. Nein. Das war mein Waffenschmied. Jetzt ist er tot. Super. In Erfüllung seines Dienstes gestorben. Was lernt man daraus? Man sollte vorsichtig sein mit dem blöden. Wie ist das eigentlich passiert? Ich verstehe das gar nicht, wie das jetzt passieren konnte. Die Treppe wurde oben nämlich noch gar nicht abgebaut. Was zur Hölle? Also irgendwas ist eingestürzt und hat meinen Weaponsmith verschlagen. Das heißt, mein Blacksmith wird mein neuer Weaponsmith. Ist zwar nicht schön, aber muss sein. Den muss ich dann irgendwie hochtrainieren, indem ich ihn einfach immer wieder Waffen schmieden lasse und diese dann einschmelze. Da muss ich gucken. Es gibt, glaube ich, eine Art von Waffe, bei der man immer das Volle wieder rauskriegt, was man reinsteckt. Ja, normalerweise kriegt man immer nur 90% von einer Waffe als Block wieder raus. Ah, sehr gut. Das da unten füllt sich jetzt langsam richtig. Was ist das? Open Space. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas hat sich da gerade verbreitet. Ah. Und wir haben hier schon mal Basblocks, Charcoal und Eisen, Kupfer, noch mehr Charcoal und nichts mehr. Okay. Ich denke mal, alles kein Problem. Hier werden Türen gemacht. Quartz Dwarfs Workshop wird gerade nichts gemacht. Das ist jetzt schon unser dritter toter Zwerg. Ne, vierter. Was sagen die Coffins? Hier ist einer begraben, hier ist einer begraben. Also hier ist der Gem, hier ist ein Howler, hier ist der Mut, hier ist der Weapon begraben. Okay. So, das hier ist jetzt endlich mal gemacht.
Das da kann nicht weggechannelt werden. Doch, kann es. Ich hoffe mal, dass es auch weggechannelt wird, wenn er nicht mehr beim Schlafen ist. Er ist damit beschäftigt, den Pond zu füllen. Ja, da muss ich mir... Ah ja, du hier. Zoom Creature. Preferences. Labor. Mining, so. Achso, und wenn wir schon mal dabei sind. Ach, jetzt ist er mir wieder entkommen. Smith. C. Wo bist du, Smith? Metal Smithing. Weapon Smithing, so. Da bist du jetzt mein neuer. Ein neuer Dieb. So. Aufpassen, dass diesmal nichts runterbricht, hoffentlich. Ich habe echt keine Ahnung, was da runtergebrochen sein könnte. Ja, hier oben ist eigentlich alles fest. Was ist hier? Clay. Okay. Okay, ich glaube, das da wird auch weggechattelt schon. Gut. Der Pond füllt sich endlich langsam, aber sicher. Buckets sind jetzt auch wenigstens mal genug da, dass sie nicht mehr durchgehend meckern. Was hat ein Howler gerade gemacht? Warum macht eigentlich jeder ständig meinem Leader den Platz streitig? So. Du bist Major, so. Und du hast das gefälligst auch zu bleiben. Und eine schlammige Birke. Toll, da wächst Holz. Aber irgendwann wird der Baum hoffentlich von Wasser weggeschwemmt. So wie alles andere auch. Ah ja, der untere Pond ist fast voll. Also langsam füllen sich da die Siebener. Auch wenn sich hier wieder irgendwelcher Nebel... Ah, Nebel. Okay, Nebel ist nicht schlimm. Channel. Oder fallen mir ständig die Steine da irgendwie auf den Kopf. Da, und die sind schuld. Ich hoffe mal nicht. Aber viel haben wir nicht mehr zum Channeln. Wir haben jetzt, glaube ich, dann nur noch... Das hier... Dann wird diese Ebene freigelegt und dann haben wir die Ebene noch. Gut. Das Wetter ist besser geworden und wir haben einen Haufen Kisten in unserem Trade Depot. Also erstmal nehmen wir hier den Meld-Befehl weg. Ich weiß auch nicht, warum die ganzen Finish Good Spins da noch rumliegen. Ich würde einfach mal sagen, ich mache mit I hier eine Dumpingzone, Garbage Dump G, und versuch mal alles hier, was hier drin ist, da zu dumpen. So. So wie die Leute da jetzt anrennen, holen sie wirklich alles da raus. Sehr gut. Packen es hier in die Dump. So, ist da noch was? Nö. So, jetzt K. Claimen wir das alles mal wieder. So. Gehen wir ganz hoch mal.
Denn hier ist fast ausgeräumt. Und sagen mal, wir wollen hier einen kleinen Animus-Stockpile hinhaben. So, dass die Käfige mal irgendwo abgestellt werden. Und wir haben nichts mehr, was wir verkochen können. Außer ein paar Warm Mussels und ein paar Quarry Bush Leaves. Cave Weed haben wir, was wir verbrauen müssen. Demnächst mal. Ich sollte den Brauern mal... Naja, das mache ich einfach mal. Das Kitchen. Das soll nicht verbraut werden. Das nicht und das nicht. So, jetzt macht ihr nur noch aus Cave Weed. Erst einmal. Zeug. Und dann stellt ihr das Brauen ein, sobald das Cave Weed alle ist. Ja. Was sagt der Jobmanager? Aha, es gibt noch eine Tür zu bauen. Und wir haben wieder ein Mandat, diesmal vom richtigen. Ein Buckler. Kein Problem. Buckler. Wurden Buckler ein. So. Gut. Building. Statue ist S. So, Statuen. Und zwar haben wir 12 Stück, also kriegt er auch in jeden Raum 4 Stück. So, hier in die Ecken, einfach in die Ecken mal gesetzt. So. 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 Und so. Gut. Hey, die Käfige sind da, wo sie hingehören. Was liegt hier noch jetzt rum? Die Finished Goods Bins. Warum liegen die hier rum? Figurine auf Esum. Ich habe da Finished Goods Stockpiles. Ah ja, ich verstehe schon. In den Dingern sind Sachen drin. Genau, getragene Sachen und teilweise Figurinen und so weiter. Das ist das Problem. Die können jetzt nicht richtig zugeordnet werden. Warum wird eigentlich der Lehm nicht, der Klee nicht zugeordnet? Hier unten. Achso, weil die voll sind, hä? Stone. Clay müsste normalerweise da gelagert werden, aber das ist alles voll. Naja, gut, einen Lehmstockpile könnten wir hier unten einen kleinen hinmachen. Ja, wäre keine so schlechte Idee. Was sagt das Ding hier? Da fehlt noch ein Gebiet. Und hier? Wird noch fleißig weggechannelt und Zeug weggeschleppt. Okay. Ah, Gottchen. Was für ein Krampf das manchmal ist. Aber hier ist schon mal alles mit 7 gefüllt. Das heißt, das Wasser verteilt sich jetzt langsam gleichmäßig hier in der oberen Schicht. Was, wie gesagt, ein bisschen länger dauern kann. Aber es müsste klappen. Gut, wir haben keine Cave-Weed-Seeds mehr. Das, achso, das war Cave-Weed. Stocks, ups, falsch, Kitchen. Cave-Weed-Seeds, jawohl. Und Cave-Weed haben wir sogar auch noch ein bisschen übrig. Gut. Das ist gut soweit. Wir machen langsam
immer mehr Fortschritte. Ich bin nur froh, wenn das hier endlich fertig ist. So, jetzt zählen wir mal kurz, wie viele wir noch hier brauchen. Hier sind es 42. Also eine Dings sind 21. 10 plus 10 plus 1 sind also 21, 42. 84 minus 4. 80. U, M, Q. Flo. Nee, Rock, Wait, 30. Q, Rock, Wait, 30. 30. Q, Rock, Wait, 20. Sind 80 Rock Weights. Die wir hier oben noch brauchen. Und hier ist jede Menge Wasser, was rumtanzt. Hä? Open Space. Okay.